gibt eigentlich keine klassischen Auslöser für rheumatische Erkrankungen. Einige wenige sind erblich bedingt. Meistens kennt man die Auslöser nicht. Es ist allerdings schon so, dass zum Beispiel die rheumatoide Arthritis bei Rauchern etwas häufiger ist. Ich glaube, bei allen Patienten mit chronischen Erkrankungen ist es wichtig, erstmal den Patienten zuzuhören und zu schauen, was deren Bedürfnisse sind und nicht zu besserwisserisch mit irgendwelchen Vorschlägen zu kommen, die vielleicht eher nerven auf die Dauer, sondern einfach zu schauen, auf die Leute einzugehen und zu fragen, was kann ich für dich tun? Also es ist so, dass die rheumatoide Arthritis als solches wahrscheinlich keine ernährungsbedingte Erkrankung ist. Es ist aber so, dass Patienten mit Rheuma eher auch Herzinfarkt und Schlaganfall bekommen. Und deswegen sollte man zum Beispiel eine sogenannte mediterrane Kost einhalten, also gute Fette, gute Öle, pflanzliche Öle, nicht zu viel Fleisch, reichlich Fisch und Gemüse, weil das Herzinfarkten vorbeugen kann.